Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Bekanntgabe der Nominierten für den Deutschen Schauspielpreis 2018. Ich finde es riesig, ich finde es ganz toll, dass wir es dieses Jahr so feiern können und dann noch in so einer tollen Location hier im Kornversuchsspeicher. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Ist ja nicht so einfach. Und ich begrüße natürlich auch die Zuschauer zu Hause, die sich in unseren Livestream eingeklickt haben. Also hallo aufs Sofa, aufs Bett, an den Schreibtisch, wo auch immer. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Mein Name ist Nadine Heidenreich und ich freue mich riesig, dass ich Sie heute hier so durch den Abend durchmoderieren kann. Und das ist aber noch nicht alles. Ich habe auch die große Ehre, am 14.09. die große Gala, die Verleihung im Zoopalast in Berlin moderieren zu dürfen. Jetzt sind bestimmt hier so ein paar, die letztes Jahr dabei waren, die sagen, das hat sie doch letztes Jahr schon gemacht. Ja, das hat sie. Und sie macht es auch wieder. Und das hat einen guten Grund. Weil überall auf der Welt wollen wir Ressourcen sparen. Also wir wollen recyceln. Wir streben nach Nachhaltigkeit und da haben wir beim DSP gesagt, das müssen wir natürlich auch tun. Und das Naheliegendste war natürlich, die Moderatorin zu recyceln. Wie das immer so ist. Das wird jetzt die nächsten 10 Jahre, glaube ich, haben wir uns geeinigt. Ne? Es wird die nächsten 10 Jahre so sein. Ich kann nichts dafür. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben nicht nur die Moderatorin recycelt, sondern wir recyceln auch die ganzen Moderationstexte. Also es wird so sein, dass jede Verleihung die gleichen Moderationstexte hat. Die ersten 3-4 Jahre wird es vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich stelle mir das so cool vor, im 10. Jahr, wenn dann der ganze Saal die komplette Verleihung mitspricht. Ich freue mich drauf. So, ich werde natürlich nicht alleine moderieren. Ich habe wieder einen starken männlichen Co-Moderator. Und den habe ich heute Abend auch dabei. Natürlich in erster Linie, um den vorzustellen, damit Sie wissen, wer das ist. Aber es gibt noch einen anderen Grund, der muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht so aus dem Ruder läuft, weil ich bin ganz frische Mama und da hat man ja so eine postnatale Plaudersucht. Das heißt, wenn da jemand ist, irgendwie mit großen blauen Augen, dann bin ich so, ja, das hat meine Tochter auch und ich kann mal ein Foto zeigen und ein Video und dann sind 3 Stunden rum und keiner weiß, wer nominiert ist. Das wollen wir nicht und deswegen hole ich jetzt meinen Co-Moderator auf die Bühne. Er ist Schauspieler, welche Überraschung, und er füllt alle Bereiche unseres Berufs wirklich aus. Er ist im Fernsehen zu sehen, er ist im Kino zu sehen, er spielt an großen Häusern, hat an der Volksbühne gespielt, Schauspielhaus Hamburg, er ist Synchronsprecher, er singt verdammt gut. Er ist eine große Nummer. Ein Riesenapplaus für Daniel Zillmann! Dankeschön. Wow. Sexy. Danke. Ja, oh Gott, ja. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein. Moderiert habe ich noch nie. Übrigens, das fehlt auf der Vita, ne? Dieses Plauder-Ding, was du jetzt da post... Nicht traumatisch postnatal. Also das habe ich ja eigentlich auch. Also kann es sein, dass du vielleicht doch... Dass die Veranstaltung dann 6 Stunden geht am 14. Ja, wir schauen mal. 6 Stunden, da kenne ich mich mit aus, ja. Okay. Aber ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Let the show begin! Wir starten jetzt mit der Bekanntgabe der Nominierten. Und diese Nominierung ist natürlich auch ein Riesenbatzen Arbeit vorangegangen. Und wir wollen natürlich den Leuten jetzt erstmal danken, die diese wahnsinnige Arbeit auf sich genommen haben. In der ersten Instanz haben sich 40 Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem BFFS durch knapp 300 Filme und Serien geschaut, haben dann ihre Empfehlungen aufgeschrieben und haben die dann an die Nominierungsjury weitergegeben. Und jetzt bitte den größten Applaus der Welt für die Vertreter, die hier da sind, von der 40-köpfigen Vorauswahljury. Danke, danke, ja. Danke, 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 danke. Und die 7-köpfige Nominierungsjury hatte dann immerhin auch noch 100 Filme und Serien zu begutachten und dann musste sie sich auch noch einigen, wer denn jetzt auf die Nominierungsliste kommt. Und wir danken der diesjährigen Nominierungsjury ebenfalls von ganzem Herzen. Angelika Bartsch. Gesine Zukrowski, komm doch mal schon mal zu uns. Uiga Tama. Ann-Kathrin Kramer. Viktoria Trautmannsdorf, Ulf-Peter Schmidt und Christian Lex. Und du bist gleich hier. Also die Jurypräsidentin Angelika Bartsch steht jetzt bei uns auf der Bühne und wird die
ersten Nominierungen bekannt geben. Und zwar in der Kategorie Schauspieler in einer komödiantischen Rolle. Angelika, du bist jetzt zum zweiten Mal Nominierungsjury-Mitglied. Das heißt, viel Arbeit, kein Geld. Warum? Also erstmal sage ich, warum nicht? Zweitens sage ich, die Arbeit ist wichtig, sie muss gemacht werden, irgendeiner muss es tun. Man muss jedes Jahr mindestens 7 Leute finden, die die Zeit finden, neben ihrer Arbeit her den Job zu machen, und zwar gründlich, zuverlässig und sich dann auch noch zu einigen, nicht zu streiten, wenn es geht. Und da das sehr viel Spaß macht, so wunderbare Kollegen zu sehen in wunderbaren, vielen, vielen Produktionen jedes Jahr, lohnt sich das auch ohne Geld. Ja. Sehr gute Antwort. Und dann würde ich sagen, dann gib doch mal bekannt, wer nominiert ist. Ich darf als Erster das Kuvert öffnen und sagen, nominiert für den Deutschen Schauspielpreis 2018 in der Kategorie Schauspieler in einer komödiantischen Rolle sind Heinz Strunk in Jürgen, ab heute wird gelebt. Charlie Hübner in Jürgen, ab heute wird gelebt. Und Jörg Schüttauf in Vorwärts immer. Vielen Dank, Angelika. Und danke für deine tolle Arbeit. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Schauspielerin in einer Hauptrolle. Und die wird von Nominierungsjurymitglied Ulf-Peter Schmidt verkündet. Wo ist er? Da. Komm in unsere Mitte. Jetzt stelle ich mir das so vor, da sitzen dann 7 Leute, jeder hat was geguckt. Wie ist denn dann so die finale Jury-Sitzung? Wird da wirklich hitzig, heiß diskutiert oder ist so, ja, finde ich auch, machen wir? Also in manchen Kategorien waren wir uns total einig, zum Beispiel in meiner. Lauter einstimmige Votes, also alle dafür. Und in manchen haben wir heiß diskutiert, klar. Also ich würde sagen, leidenschaftlich, nicht hitzig. Und dann am Ende gibt es halt die Demokratie, dann gibt es auch mal so Stimmen 4-3. Okay. Was ja auch nichts heißt, aber so war's. Wir sind gespannt. Gut. Ja, supi. Nominiert für den Deutschen Schauspielpreis 2018 in der Kategorie Schauspielerin in einer Hauptrolle sind Rosalie Thomas in Eine unerhörte Frau. Verena Altenberger in Die Beste aller Welten. Und Paula Bär in Bad Banks. Super. Ja. Vielen Dank, lieber Ulf. Vielen Dank. Bis gleich. Und weiter geht es mit den Nominierungen in der Kategorie Schauspieler in einer Schauspieler in einer Nebenrolle, präsentiert von Roman Knischka, letztjähriges Jurymitglied. Roman! Hey, Roman, wir haben jetzt, also ab heute wissen wir dann, wer nominiert ist und wer aber den Preis bekommen wird. Das müssen die Mitglieder des BFFS online abstimmen. Wie, wann und wo wirst du die nominierten Filme und Serien gucken? Oh mein Gott. Also ich kann nur sagen, ich war letztes Jahr, wie du schon sagtest, in der Jury drin. Und es war eine mega Arbeit. Ich glaube, wir hatten damals im letzten Jahr 130 Produktionen zu gucken. Das war wahnsinnig anstrengend und zeitaufwendig. Und wie ich das in diesem Jahr mache, naja, ich bin ja nicht in der Jury selbst. Ach so. Aber das Voting selbst. Ach, das Voting. Moment, ja. Ja, Moment, das kann ich ja... Online. Ja, und das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich Zeit habe. Insofern kann ich dir gar nicht sagen, wie lang der Zeitraum ist. Aber ich kann nur sagen, es dauert wahnsinnig lang. Und wenn man es gewissenhaft machen will, dauert es noch länger. Die musst du dir nehmen, Roman. Die musst du dir einfach mal nehmen. Ja, genau. Dann wünschen wir dir ganz viel Zeit auf jeden Fall. Ja, gut, dann werde ich auch das eine oder andere absagen müssen. Zum Beispiel diesen Sommerfilm, den wir beide... Naja. Okay, dann schieß doch mal los. Also, liebe Kollegen /innen, liebe Freunde /innen, in diesem Jahr sind also folgende Schauspieler in einer Nebenrolle
nominiert als die Besten. Und zwar Albrecht Schuch in Gladbeck. Der Bernd Hölscher in Der Hauptmann. Und, oh, kenne ich gar nicht, Robert Gwisdek in Drei Tage in Chiron. Vielen Dank, Roman. Danke, lieber Roman. Und viel Spaß beim Gucken. So, als nächstes bitten wir Markus Off auf die Bühne. Er ist Preisträger des Deutschen Schauspielpreises 2017 in der Kategorie Starker Einsatz. Und er wird uns jetzt die Nominierten für die Kategorie Starker Auftritt verraten. Markus, letztes Jahr hast du den Preis für den starken Einsatz bekommen, für deinen wirklich erbitterten Kampf gegen Disney für faire Vergütung. Wie ist das jetzt als Preisträger? Beobachtest du den Schauspielpreis jetzt anders als vorher? Interessiert dich das mehr oder... Ja, ich gucke täglich, morgens, mittags, abends, aber seit heute weiß ich ja, dass es nur einmal im Jahr passiert, von daher trotzdem. Und jetzt hören wir von dir den starken Auftritt. Ja, habe ich. Aber Hans-Werner Meyer sagte ja vorhin schon, die Idee ist vor ein paar Jahren klein entstanden, die Idee war von Anfang an groß, aber mittlerweile wird sie ausgefüllt und das ist das Schöne daran, darüber freue ich mich. Aber nun... Zu den Nominierten des starken Auftritts. Nominiert für den Deutschen Schauspielerpreis 2018 in der Kategorie Starker Auftritt sind Andrea Sawatzki in Casting. Eva Ingeborg Scholz in Tatort Die Liebe, ein seltsames Spiel. Gerdi Zint in Den Gängen. Last but not least, Cem Ali Gültekin in Nord by Nordwest, Weidmannsheil. Vielen Dank, lieber Markus. Danke. Ja, in der nächsten Kategorie geht es um die Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle, präsentiert von Sven Rothkirch, Mitglied der Vorauswahljury. Sven, du warst ja dieses Jahr, nicht nur dieses Jahr Mitglied der Vorauswahljury, sondern du bist ja wirklich von Minute 1 Helfer und Unterstützer des DSP. Was macht diesen Preis für dich so besonders? Dass es unser Preis ist, dass Schauspielerinnen und Schauspieler den Preis ins Leben gerufen haben, ihn jedes Jahr mit organisieren, die Preise mitbestimmen, das Programm gestalten, die Gäste begrüßen, zusammen feiern. Und das ist in einer Welt, wo wir als die, die eigentlich ihr Gesicht hinhalten, die Akteure sind, doch immer sehr fremdbestimmt sind. Es ist eine ganz tolle Sache, dass wir diesen Preis selber bestimmen. Ja, sehr gut. Na dann sind wir gespannt. Die komödiantische Rolle gab es ja im Jahre 2012 beim ersten Schauspielerpreis noch gar nicht. Und wir haben gemerkt, dass wir sie dringend brauchen. Und es ist eigentlich die Königskategorie, weil wir wissen, es ist das Schwere, was einfach aussehen muss. Und in der Kategorie Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle sind nominiert 2018 Lina Beckmann in dem Film Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer. Carol Schuler in Zweibettzimmer. Und Ilse Neubauer in Falsche 70er. Merci. Danke, Daniel. Danke, Sven. Das geht hier wie am Fließband, ne? Als nächstes kommt Christian Lex zu uns auf die Bühne. Er ist oder war Teil der Nominierungsjury dieses Jahr. Herzlich willkommen, Christian. Ach so, natürlich Schauspieler in einer Hauptrolle, den wirst du uns jetzt verkünden, die Nominierten. Wie war das denn? Wir haben gerade gehört, es ist echt ein Riesenpensum, was ihr da gucken müsst. Wie hast du dich organisiert? Bist du früher aufgestanden? Bist du später ins Bett gegangen? Hast du niemanden mehr gesehen? Wie Künstler das so machen, eher nicht ins Bett gegangen. Nee, ich habe überall geguckt, im Zug, am Klo, überall. Also man kannte mich nur noch mit diesem DSP-Link. Und ich habe es echt ein bisschen unterschätzt. Das ist einfach, wenn man es wirklich richtig gucken will, was wir wirklich gemacht haben, wir haben das sehr ernst genommen, dann ist es einfach wahnsinnig viel Zeug. Aber ihr habt euch geeinigt. Und ja, wir werden jetzt sehen, auf wen ihr euch geeinigt habt in
Schauspieler in einer Hauptrolle. Ja. Nominiert für den Deutschen Schauspielpreis 2018 in der Kategorie Schauspieler in einer Hauptrolle sind Sascha Alexander Gerschak in Gladbeck. Barry Atzma in Bad Banks. Und Peter Kurt für seine Rolle in Babylon Berlin. Danke, Christian. Ja, okay. Und es geht auch sofort weiter, und zwar mit der Kategorie Schauspielerin in einer Nebenrolle. Und die wird präsentiert von Amor Schumacher. Hallo. Dieser Name, man muss ihn einfach dieser so Name aussprechen. Ist der Amor echt? Ja, der ist echt. Sag mal, Amor. Entschuldigung, ich muss es nochmal sagen. Wann ist denn die schauspielerische Leistung für dich so inspirierend, dass du sie für die, also auf die, also der Nominierungsjury vorschlägst? Ja, da möchte ich meine großartige Kollegin Andrea Schneider zitieren. Und zwar, wenn das Spiel der Schauspielerin die Rolle so sehr ausfüllt, dass die Geschichte eine gesellschaftliche Relevanz bekommt. Mhm. Gut. Andrea. Na dann, schieß doch mal los. Okay. So. Ich halte es für dich, wenn du redest. Nee, ich muss meins gern übersetzen. Gut, besser. Nominiert für den Deutschen Schauspielpreis 2018 in der Kategorie Schauspielerin in einer Nebenrolle sind Marie-Rosa Tietjen in Gladbeck. Leonie Benesch in Babylon Berlin. Und Ulrike Krumbiegel in Polizeiruf 110 Muttertag. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen schon zur letzten Kategorie, das ging so schnell. Die letzte Kategorie ist die Kategorie Nachwuchs und die wird präsentiert von Tim Oliver Schulz. Er hat den Deutschen Schauspielpreis 2016 mit dem Ensemble Club der Roten Bänder bekommen. Hallihallo. Hallo. Jetzt musst du... Entschuldigung, erste Dame. Das ist nicht schlimm, das kann ich. Jetzt, du präsentierst jetzt den Nachwuchspreis. Glaubst du persönlich denn, dass so ein Preis gerade für junge Schauspieler vielleicht so ein Karrierekick sein können? Auf jeden Fall. Also so eine Nominierung ist schon eine extreme Wertschätzung der Arbeit. Und ich wollte immer meine Laudatio halten. Und als es dann hieß, ich darf vorlesen, wer die Nominierten sind, da dachte ich, okay, es ist halt viel geiler, weil man da vier Leute vorlesen. Und es ist, wie gesagt, es ist ja wirklich eine Art von große Wertschätzung und eine Art von... ja, Auszeichnung für die Arbeit. Wir sind gespannt. Okay. Nachwuchs, soll ich halten kurz, ja, und dann kannst du wieder... Okay. Du weißt es ja auch nicht. Die Nominierten für den Deutschen Schauspielerpreis 2018 in der Kategorie Nachwuchs sind Stefanie Amarell in Die Familie. Emma Bading in Lucky Loser. Jonathan Berlin in Die Freibad-Clique. Und Jonas Dassler in Das schweigende Klassenzimmer. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also, das ging aber schnell. Das ging jetzt hätte schnell. Hätte ruhig noch ein bisschen. Aber ist gut. Also, wie ist die Stimmung so? Zufrieden? Haben Sie Ihre Favoriten dabei? Okay, die Geheimnisse sind gelüftet, die Nominierten sind bekannt und ich würde sagen, ich freue mich ganz doll auf den 14. September, ich auch, wenn der Deutsche Schauspielpreis verliehen wird im Zoopalast in Berlin. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt noch ein bisschen und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Einschalten, bis bald und ja, schönen Abend noch. Dankeschön. Die Nominierungen für den Deutschen Schauspielpreis 2018. Nominiert in der Kategorie Schauspieler in einer komödiantischen Rolle: Heinz Strunk. Jürgen, ab heute wird gelebt.
Charlie Hübner. Jürgen, ab heute wird gelebt. Jörg Schütt auf. Vorwärts immer. Nominiert in der Kategorie Schauspielerin in einer Hauptrolle. Rosalie Thomas, eine unerhörte Frau. Verena Altenberger, die Beste aller Welten. Paula Beer, Bad Banks. Nominiert in der Kategorie Schauspieler in einer Nebenrolle. Albrecht Schuch, Gladbeck. Bernd Hölscher, Der Hauptmann. Robert Gwisdek, Drei Tage in Quiberon. Nominiert in der Kategorie Starker Auftritt. Andrea Sawatzki, Casting. Eva Ingeborg Scholz, Tatort Die Liebe, ein seltsames Spiel. Gerdi Zint, In den Gängen. Cem Ali Gültekin, Nord bei Nordwest, Weidmanns Heil. Nominiert in der Kategorie Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle, Lina Beckmann. Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Carol Schuler, Zweibettzimmer. Ilse Neubauer, Falsche 70er. Nominiert in der Kategorie Schauspieler in einer Hauptrolle, Sascha Alexander Gerschak, Gladbeck. Barry Atzma, Bad Banks. Peter Kurt, Babylon Berlin. Nominiert in der Kategorie Schauspielerin in einer Nebenrolle, Marie-Rosa Tietjen, Gladbeck. Leonie Benisch, Babylon Berlin. Ulrike Krumbiegel, Polizeiruf 110, Muttertag. Nominiert in der Kategorie Nachwuchs. Stefanie Amarell, Die Familie. Emma Bading, Lucky Loser. Jonathan Berlin, Die Freibad-Clique. Jonas Dassler, Das schweigende Klassenzimmer. Herzlichen Glückwunsch!